Meine lieben Inselbewohner, herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit einer neuen Folge Dinkum. Und wir gucken mal, was wir gleich so Schönes machen. Ich muss mich nochmal zurechtfinden eben. Denn ich bin mir noch nicht sicher. Guck mal, wir haben hier... Ah, okay. Genau, wir wollten nämlich einen Eimer noch kaufen, damit wir hier wieder melken können. Gut, gut, gut. Ach, siehst du, die Schere habe ich auch noch drin. Was für ein Zufall. Habe ich vergessen reinzupacken, aber ist gar nicht schlimm. Machen wir es jetzt. So. Futter haben sie. Habe ich jetzt beide gestreichelt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, oder? Ah. So. Zack. Wie sieht's denn hier aus? Ja, guck mal. Hier haben wir schon wieder ordentlich neue Dingens. Kleidung. Stoff. Wie man auch immer das nennen mag. Ich bin begeistert. So, aber jetzt klauen wir erstmal hier wieder die ganzen Eiers. Ja. Wie das Ei da oben hingekommen ist, keine Ahnung. Und da vorne flatterte irgendwas Komisches. Warte mal. Mal eben gucken, was das hier ist. Monarch, okay. So, Guido, komm her. Bisschen Liebe von mir. Alice auch. Jawohl. Und Ingalinchen auch. So. Haben wir das erledigt? Was haben wir denn noch? Okay. Genau, ich wollte eigentlich gießen, ne? Aber Irwin ist hier jetzt zugange. Dann lasse ich ihn das Feld machen und fange hier schon mal an. So. Machen wir das mal eben schön fertig. Dauert ja auch nicht lange. Zack. Oh, und alle. Gott, einmal hier im Brunnen. Reinhalten das Ding und schon ist das wieder voll. Perfekt. Uns fehlen noch circa 40.000. Dann können wir unser Haus erweitern. Das wäre natürlich auch eine richtig coole Maßnahme. Hätte ich schon Bock drauf, ne? Muss ich ja mal sagen. So, ich will mal eben gucken. Ist Franklin da? Ja, Franklin ist da. Guck mal, er hat hier das Rezept für Schilder. Okay, kenne ich schon. Alles klar. Ich möchte mit dir reden. Brauchst du irgendwas? Blue Moon Butterfly? Ja, machen wir. Wenn wir einen finden. So, Rain ist auch da. Brauchst du irgendwas? 5 Big Chicken Egg. Was? 7.000? Ja, klar. Hier. Nimm mit. Gönn dir. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Krass. Dann können wir das... Ja, nee, er geht nicht rein, ne? Schade. Ah, Mist. Ich will unbedingt noch einen zweiten Eimer haben, ey. Ich weiß nur nicht, ob er... noch einen verkauft. Aber gut. So. Denkt die Kitchen Table drinne. Geil. Nehme ich direkt mit. Wird wohl anscheinend nicht gebraucht. Und ich sehe gerade, ich habe noch einen Blue Moon Butterfly. Ich, alter Fuchs, habe ich doch wieder gewusst, dass wir den noch brauchen. Oh, Franklin, komm mal her. Kriegst du direkt hier. Bitte schön. So, was kriegen wir? Einen weißen Stuhl. Okay. Heute ist wieder Möbeltag. Anscheinend gibt jetzt keine Klamotten. Jetzt gibt es Möbel. Okay, gut. Dann Fletchy. Wie sieht's denn aus? Lava.
Brauchst du irgendwas? Green Flat Cap. Oh, nee. Nein, nein. Behalt mal. So, hier. Wen haben wir? Ah, hier die. Clover. Zwei Copper, Bar, na klar. Besorge ich dir. Überhaupt gar kein Problem. Liebe Clover. So, mal okay, eben gucken. Machen wir das mal eben so. Ich habe zwar einen drin, aber ich mache einfach so zwei. Dauert ja nicht so lange. Und in der Zeit... In der Zeit... Was mache ich denn in der Zeit? Gute Frage, ne? Nix. Wir warten. Zack, der erste ist schon fertig. Na? Wer ist eher fertig? Der Oldschool oder der neue Ofen? Bin gespannt. Ja, okay. Habe ich mir fast gedacht. Alles klar. Kein Problem. Zack. So, Clover, hier Expresslieferung. Nur für dich. Das ist für dich. Yep. Zack, bitteschön. Green Seed. Okay. Wieder Möbel. Na, heiß. Ich freue mich. Compost Request. Want to trade? Brown Sand Shoes. Ach, du Heiliger. Syrinx Shell. Okay. Das sind irgendwelche Muscheln. So. Mal sehen, ob er den Monarchen schon hat. Naja, hat er schon. Schade. Schade, schade, schade. Ich dachte, ich könnte da nochmal eben eine Spende tätigen. Brauchst du irgendwas? Blumen und Butterfly. Okay, na klar. Besorge ich dir. Blumen und Butterfly. Zack. Easy peasy. Lemon squeezy. Dann gehen wir wieder rein. Und einmal zu Herrn Theodor. So, jetzt kriegst du deinen Butterfly hier. Flop. Ja. Space Suit Pants, okay. Gut, das haben wir erledigt. Hatte ich mit John schon gesprochen? Nee, ne? Mal eben gucken, habe ich was zu verkaufen? Ne. Diesmal habe ich gar nichts. Das ist auch selten. Jo. So, dann sag mir mal, ob ich dir irgendwie behilflich sein kann. Nein, danke. Das kannst du behalten. Okay, cool. Dann würde ich... Huch. Dann würde ich sagen... Wir... Wir gehen ein bisschen auf Schatzsuche. Haben wir ja auch lange nicht. Dann hole ich gleich meinen Metalldetektor, ne? Heißt es. Ich war gerade im Überlegen, wie das Ding heißt. Unfassbar. Da ist er. So, und dann gehen wir ein bisschen gucken. Na, guck mal, hier vorne ist schon was. Dass wir ein bisschen Kohle machen, damit wir unser Haus erweitern können. Greenboard. Mhm. Das, was? Das noch mehr? Okay.
direkt daneben. Greenboard. Eine Tonne. Boah, Shiny Disc. Nice. Franklin, ich komme. Ich hab was für dich. Können wir ihn gleich verkaufen. Shiny Disc. Siebzehntausend kriegt er. Ja, weiß ich doch. So, guck mal. Fehlen uns nur noch 14.000. Das kriegen wir bestimmt in dieser Folge noch hin. Da drüben ist was. Das sehe ich von hier. Tonne, mhm. Tin Sheet, jawohl. Auch immer gut zu gebrauchen. Okay, wie soll ich das denn da rauskriegen? Warte mal kurz. Nee. So. Pong. Ey, schon wieder. Shiny Disc. Ich werd bekloppt. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen Glück haben. Und unsere Taschen sind voll. Was ist das da? Das ist Spring. Okay. Zack. Junge, 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 was ist denn heute los? Hier liegt ja überall was rum. Eine Tonne. Und wieder Bright Wire. Auch richtig gut. So. Rein theoretisch könnten wir schon verkaufen gehen. Mal eben gucken, was hier noch drin ist. Jo. Shiny Disc, ich denke, das reicht. Das reicht. Da haben wir jetzt mal richtig, richtig Glück gehabt, würde ich sagen. Mal sehen, kann ich jetzt rein? Ah, und er hat wieder einen Eimer. Perfekt. Jo, nehme ich. Cool. So, hier, komm her. Ich habe ein paar Discs für dich. Zack, drei Stück. Jawohl. Ja, ja, kein Problem. Ratter, ratter, ratter. Oh, er hat eine neue Idee. Okay, später. Später, später, später. Nicht jetzt. Ich muss ganz schnell zu Fletch. Und muss ihr sagen, dass ich die Kohle habe, um mein Haus zu erweitern. So, mein Haus. Upgrade. 22.000, yo. 220.000. Okay. Ah ja. Gut, alles wie immer. Mein ganzes schönes Geld ist weg. Oh. Okay. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 19 Nägel
Und 4 Tin Sheets, 20 Palmwood, 20 Gumwood. Okay, warte mal, ich werde mal eben die ganzen Möbel hier draußen mal eben positionieren, damit ich mir die auch mal angucken kann. Vielleicht möchte ich davon irgendwas behalten. Oha! Ja, so langsam wird's voll. Gut, die packen wir dann ins neue Heim mit rein. Aber erstmal nicht, denn ich brauche ja erstmal Material. Okay, guck mal, Gammut haben wir schon. Dann brauchen wir Gamlock, was? Ach, Palmwood fehlt. Ah, okay. Haben wir denn noch genug Nägels? Ne, Nägel habe ich letztes Mal alle gemacht, ne? Ah, okay, ich verstehe. Gut. Ja, einmal bitte hier. So. Okay, Palmwood. Was ist hier los? Wir besorgen Palmwood. La 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 la. Okay, wo hatte ich denn das letzte Mal Palmwood noch her? Irgendwo hier hinten, glaube ich, ne? Bei unserem Aufzug, der in die Mine führt. Ja, da oben. Ich sehe sie schon. Alles klar. Müssen wir mal eben gucken, wie wir da hochkommen. Und dann hauen wir das mal eben weg hier. Zack. So, 20 brauchen wir insgesamt. Mal sehen, ob das reicht. Bei meinem Glück natürlich nicht. Aber wir schauen mal. Zack. Ah, da fehlt noch ein bisschen was. Okay, warte mal. Wie komme ich denn da jetzt am besten hoch? Muss ich mir hier so eine Art Treppe bauen, wa? Gut, kein Problem. Wir haben eine Schaufel dabei. Okay, so war das nicht gedacht. So, mal gucken, ob das schon reicht. Ja, das reicht schon. Perfekt. Zack. So, den nehmen wir auch noch mit. So, hier liegt noch, glaube ich, noch einer, ja. Ja. So, und dann haben wir noch die Samen. Die nehmen wir jetzt mit und pflanzen die bei uns. Dann haben wir nämlich bei uns auch immer was um die Ecke, quasi, wenn wir es brauchen. Müssen wir nochmal einen schönen Platz finden, wo wir die dann hinstellen. Ich wäre ja fast dafür, dass wir die hier drüben irgendwie machen. Oder vielleicht sogar hier. Als natürliche Begrenzung. Bin mir aber noch nicht sicher. Warte mal. Wir können das ja einfach mal ausprobieren. Zu Testzwecken. So. Huch. Das war so nicht geplant, aber gut. Na. Rinn mit dir. So. Den auch noch rinnen. So. Und flupp. So, mal sehen, wie es kommt. So, das Holz müssen wir jetzt erstmal durchsägen. Das kriegen wir auch hin. Wir haben eine gute Säge hier. Zack. Oh, ich freue mich schon auf das neue Haus. Endlich mehr Platz.
Können wir uns das richtig schnuckelig machen, da? Hoffe ich, denke ich. Lassen wir uns mal überraschen, wie das denn so aussieht. Ich habe das zwar schon mal gesehen, aber nicht wirklich genau. Könnte interessant werden. Muss jetzt nur gucken, dass ich noch Nägel besorge und Tinsheet. Dann wäre das, glaube ich, also wenn die Tinsheet jetzt nicht wären, schon ganz, ganz gut. Oder ganz schnell gebaut. So. Zack. Einmal reinpacken. Ah, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie viel Nägel. Waren es 15? Ich muss nochmal eben nachschauen. 19. Okay, und Tinsheet. Das bedeutet, wir brauchen ganz, ganz viel Tinbar und so. Gut. Ich glaube, wir legen uns aber erstmal hin. Ja, wir legen uns erstmal hin. Ein Ründchen schlafen. So. Perfekt. So, guten Morgen. So, wir gehen direkt raus. Wir haben viel zu tun. Und wir haben Post. Oh, von Theodor. Oh, er schenkt uns Kupfer. Und das ist aber nett. Dankeschön. Lieber Theodor. Packen wir direkt hier zu unseren anderen Erzen. So, danke. So, und wir gehen los. Wie sieht es hier aus mit Futter? Ja, Futter ist genug da. Perfekt, wir gehen diesmal in die Richtung. Oh, hier sind jede Menge Bananen. La, 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 la. Aber ich sehe keinen Sinn bis jetzt. Okay. Hier vielleicht. Mal gucken. Nee. Die geben nur Steine. Ah, da wäre was gewesen, aber da kann ich jetzt nicht hingehen, weil die mich hier verfolgen. Oh, guck mal, wie viel Palmwood hier ist. Oh. Ja, die beschützen ihre Eier. Die wissen ganz genau, dass ich der fiese Eierdieb bin vom letzten Mal. So. Jetzt haben wir Ruhe. So. Also manche von den großen hier, die kann man weghauen. Da ist dann immer von allem was drin. Ja, Iron Ore, Copper Ore, Stone. Aber das, was ich brauche, ist nicht drin. Schade. Zack. Ich habe zu viel Müll dabei. Shiny Stone. Wobei Shiny Stone auch gut ist. Da ist auch manchmal richtig nettes Zeug dabei. Ich gehe hier mal hoch. Vielleicht sehe ich von hier oben was. Aber so wie das aussieht, sind wir hier gerade. Ja, okay. Ich glaube, da hinten wird nichts sein, weil da ist schon wieder Strand. Ich gehe mal wieder zurück.
Ah, hier, guck. Ah. Perfekt. Cool. So. Das kann ich nicht liegen lassen, das muss ich mitnehmen. Brauche ich jetzt zwar gerade nicht, aber der Tag wird kommen. Da brauche ich das. So. Wo bin ich überhaupt? Irgendwie an einer ganz komischen Stelle hier. Guck mal, so viele Steine. Perfekt. Tinnohr, ja. Die hauen wir auch kaputt hier. Copper. Copacabana. Ja, nicht ganz. Gut. Hier ist wieder was. Okay. Jawoll. Tin Ohr. Okay, hauen wir die mal kaputt hier. Ganz viel Kupfer. So. Die auch noch. Zack. Habe ich eigentlich was zu essen dabei? Ich weiß das gerade gar nicht. Nicht, dass ich hier gleich vor Ermüdung umkippe. Da hinten ist Kupfer. So, und da war schon wieder böse Musik, ne? Habt ihr das gehört? Okay, ich muss den Käse essen. Warum auch nicht? Wollte ich schon immer mal probieren. Ja. Käse gibt Power. So. So. Und ich glaube, das reicht erstmal. Dann gehen wir mal zurück. Ich muss nur mal eben schauen, wo ich hier bin. Ah, passt sogar. Alles klar. So, und weil du mich geärgert hast, klaue ich dir jetzt ein Ei. Chipetsch, fang mich doch. Hätten sie mich in Ruhe gelassen, wäre ich einfach weitergegangen. Aber nein, sie müssen mich ja unbedingt angreifen. Das haben sie jetzt davon. Lalalalala. Dann freut sich der John gleich über hier ein riesengroßes, dickes Ei. Long. 2,9 nach Kilo. 23.000. Jawoll. Kravems. Kravums. Bums. Hat sich gelohnt. So. Dann nehmen wir jetzt die Shiny Stones. Da ist bestimmt auch noch was Cooles. Huch. Wieso hat er das denn jetzt da hingeschmissen? Da ist bestimmt auch noch was Cooles drin. Iron Ore gerade nicht, aber die hier. Yes. Flop, flop. Oh, nochmal zwei. So. Okay.
Gut. Dann. Iron Ore packen wir weg. Brauchen wir gerade nicht. Copper geht da wieder auch mit rein. Ja. Okay. So. Tinbar einmal durchsägen. So, fehlt uns nur noch einer von dann. Yes, dankeschön. Das heißt, die Tinsheet haben wir dann auch soweit durch. Fehlen uns nur noch Nägel. Nägel, Nägel, Nägel. Und dann machen wir Nägel mit Köpfen. So. Los, spuck ihn aus. Yes. So, den anderen hätte ich auch noch gerne. Das dauert aber auch lange, ne? Krass. Gut, dann mache ich Wolle. In der Zeit, das habe ich auch kein Problem mit. So. Haben wir den Eimer bei? Ja. Das ist gut. Einmal so. Na, bleib stehen. Bleibst du stehen jetzt? Danke. So. Guck mal, da haben wir jetzt wieder schön. Schön leckere Milch. Die werden wir auch gleich. Sobald ich Evelyn hier geschoren habe, werden wir uns gleich noch einen leckeren Käse draus machen. So. Guck mal. So, die restliche Wolle, die werde ich jetzt auch hier reinpacken. Die nimmt nämlich Platz weg, den ich gerade für anderes Zeug brauche. So. Das haben wir auch. Dann packen wir das Holz wieder weg. Flupp. Brauchen wir ja gerade nicht. Steine. Ja. Oh nein, wir haben ein Tinsheet zu wenig, oder? Waren das 5 oder 4? Ich weiß es nicht. Verdammt. Nägel. 8. 16, 19 brauchen wir, also müssen wir nochmal machen. Okay, 24, das passt. Was drin? Quarz Crystal. Nee, wollen nicht. Ist John noch da? Ja. Können wir mal eben ein paar Sachen noch verkaufen. Zack. Ich kann dir das anbieten. Das kann ich dir anbieten. Das. Wobei, nee, Greenbot nicht. Das. Brightwire auch nicht. Das. Kriegt er unseren Schrott hier. Ja. 14.000, aber sicher doch. Da sage ich nicht nein. So, und jetzt schmeißen wir unsere Sachen hier rein. Unsere Building Materials. Zack und zack. Ah, es waren 4. Okay, sehr gut. Alle Materialien wurden eingelegt. Konstruktion beginnt morgen. Ja, siehst du, wunderbar. Das ist genau das, was ich wollte. Dann können wir uns jetzt hinlegen und können das gleich mal begutachten. So. So. Okay, dann packen wir hier eben noch die wichtigen Sachen weg. Greenboard, Brightwire auch ganz wichtig.
Sonst noch irgendwas? Ja, so. Okay. So, dann will ich hier nochmal meine Tierchen knutschen. Kommt mal her. So. 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 Dann nochmal gucken, wie es mit dem Futter aussieht. Ist da noch was drin? Ja. Sehr gut. Alles klar. Dann legen wir uns hin. Und schauen mal, ob man da gleich eventuell schon was sieht. Wir haben ja jetzt quasi Handwerker im Haus. So. Oh, Melvin ist wieder da. Mhm. Cool. Wir haben ein größeres Haus. Und wir haben einen Brief von Fletch. Ich dachte, du magst vielleicht Würfeltapete? Ich habe keine Ahnung. Okay, warte mal. Das müssen wir uns mal eben angucken. Kann man damit seine... Aha! Das ist tatsächlich Tapete. Wie cool ist das denn bitte? Oh, da werde ich sehr viel Freude mit haben. Quasi schöner wohnen mit Maddie. Sehr cool. Da müssen wir mal gucken, welche Möbel wir hier von hier draußen noch mit reinnehmen. Dass es dann auch so ein bisschen passt alles. Aber gut, machen wir dann beim nächsten Mal. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen guten Morgen, wann auch immer ihr das gucken werdet hier. Und ganz wichtig, viel Spaß beim Selberspielen. Wir sehen uns bald wieder und dann geht's ja weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.